Es gibt so wunderbar viele Plätze auf der Erde, wo es angefangen hat, wo unser großer Auftrag losging, wo wir so friedlich und voller Freude und Liebe begonnen haben, die Erde zu erschließen, die Gesetzmäßigkeiten zu erfahren. Am Anfang, wo es alles noch so leicht war, wo wir uns wie das letzte Mal in die Augen geschaut haben, wie sie am Anfang waren. Kurz darauf haben sich die Augen schnell verändert. Die Augen, die so tief wie das Universum waren, wo sich alles drin gespiegelt hat, wurden plötzlich wie verschleiert, rauchig, fahl. Immer mehr von uns kippten. Manche verrannten sich in irgendwelchen Ideen. Und einige haben das noch lang beobachtet und gar nicht verstehen können. Warum tun sie das? Was ist da? Was ist da passiert? Bis sie dann selbst irgendwann rausgefallen sind. Aus der Einheit, aus unserer Verbindung, aus dem Kontakt in die Heimat, all das ging verloren. Wir wussten, dass es geschehen würde, aber niemand konnte sich vorstellen, wie und dass es überhaupt passiert. Das haben wir am Anfang gewitzt. Och, ich erinnere mich doch, wer ich bin, ist doch klar, ich weiß doch, wer ich bin hier auf der Erde. Logo. Nee, gerade die waren die Ersten, die sich in irgendwelchen Ideen verrannten. Denn dieses Gehirn, was wir bekommen haben, diese Sensorik, aber eben auch dieses Ego, das hat dazu geführt, dass ja eigentlich der Avatar, der Raumanzug, ein Eigenleben bekommen hat. Und all diese Connection, die wir vorher hatten, wo wir wussten, wo wir herkommen, wer wir sind und wer der andere ist vor allem. Wir haben genau gesehen, hey, das bist du, klar, logisch, ne? Kenn ich doch. Hier, von den Plejaden und da, von Andromeda und da, ja. Venus lässt grüßen, hallo. Und plötzlich war das alles weg. Und dann ist das große Spiel losgegangen und in diesem Spiel sind diese Tempel entstanden, auf denen wir jetzt sitzen. Und diese Tempel auf der ganzen Welt, wo wir uns erinnern wollten, was ist Göttlichkeit, wo sind sie, die Götter, wo ist zu Hause? Und jeder hatte irgendwie eine kleine andere Story und jeder fand seine Story natürlich wichtiger als die von anderen. Und schon ging es los. Es wurde um die Storys gekämpft und diese Wunder, die nicht mehr da waren, weil wir es vergessen hatten, dass wir ein Wunder sind, die haben wir versucht zu faken, ein Fake zu machen, einfach ja. Und dann wurden die besten Leute eingestellt. Kannst du mir einen geilen Gottesfake machen, damit ich mehr Gläubige kriege? Denn davon hat man viel verdient. Ja, das ist das Spiel, was bis heute sowas von auf der Erde manifestiert ist. All die Religionen, all die Kirchen haben nur diesen einen Sinn, Macht auszuüben, ihre eigene Idee hier zu manifestieren. Und das ist wie parallele Dimensionen, die ständig passieren. Jeder kann, wenn er will, in seiner eigenen Dimension leben. Und so wurde schnell die Möglichkeit gefunden, dass man vielen eine Dimension einreden kann. Dass ich meine Geschichte nehme, ich verpacke die gut und dann tue ich noch ein bisschen Angst und das rein. Wenn du nicht an mich glaubst, dann kommen die schlimmen Zeiten und die kamen immer die schlimmen Zeiten. Damit konnten wir arbeiten. Genauso wie wir wussten, dass wenn es schlimm war, wurde es immer wieder besser. Ja? Und das psychologisch eingesetzt, schon hast du ein Volk in der Hand. Und das haben wir probiert bis zum Get-Now. Die Religionen haben sich bekriegt und jeder hat wieder ja, was Neues erfunden, neue Wunder. Und genau da stehen wir jetzt. Genau das ist das, wo die Menschheit an den Punkt gekommen ist. Es geht nicht weiter. Denn da ist noch etwas anderes entstanden, wie ein Wesen. All die Wesen, die wir angebetet haben, und das ist ein Gesetz der Erde, können hier als eine spirituelle Intelligenz existieren. Sowohl die guten Wesen, wo man sagt, die machen Gutes, die sind in Liebe,
aber auch die Dunklen, der Teufel, ja, die ganzen Dämonen. Und all das haben wir manifestiert. Und das größte Dämon, was wir geschaffen haben, ist das Geld, ist die Macht. Und genau das hat sich verselbstständigt. Es ist so groß geworden, dass es sich wie von uns Menschen getrennt hat. Die Regierungen, sie existieren nur noch zum Selbsterhalt. Die Kirchen der Religionen, sie existieren nur noch zum Selbsterhalt. Sie haben Angst, sie wollen nicht sterben. Und genau das passiert aber jetzt. Sie merken, dass ihnen die Energie wegschwimmt, wie das Wasser, was durch die Hände rinnt. So ist es Zeit, dass wir jetzt verstehen, welche Macht wir haben. Jeder einzelne von uns ist ein Teil der Matrix. Er stellt sich bereit, einer anderen Matrix zu dienen, einer anderen Geschichte, oder er kommt endlich auf den Punkt, wieder diese tiefe Vision auf die Erde zu bringen. Ja, und das ist einfach das, was jeder in uns spürt. Wenn wir in andere Länder gehen zum Beispiel, was wird uns alles eingeredet? Böse Menschen, Drogen, Überfälle, dies und das. Hey, sei ehrlich, egal wo du hinkommst, du triffst überall diese wunderschönen Seelen, denn sie sind überall. Es ist ein Fake, dass sie nicht da wären. Es wird uns eingeredet, um uns in Trennung zu halten. Und jetzt kommen immer mehr schöne Seelen zusammen, die es kapiert haben. Und wir schaffen die neue Dimension. Wir sind die fünfte Dimension. Jetzt. Und es ist mitten im Gange. Und es sind mehr, als wir uns vorstellen können. Diese Kraft wird immer mehr spürbar. Unser Sein, unsere Aufmerksamkeit gestaltet diese Welt. Es ist die Entscheidung, für das zu gehen, was du liebst, was dein Herz höher schlagen lässt. Dich mit der Erde zu verbinden. Dich zu erinnern, wie wir uns am Anfang in die Augen geschaut haben. Ja, du. Und ja, du. Schön, dass du da bist. Du bist auch dabei. Oh, cool. Ja, lass uns das Spiel beginnen. Und jetzt lasst uns gemeinsam das Spiel beenden. Und wieder die fünfte Dimension auf der Erde erschaffen. Mit großem Respekt, mit großer Liebe für all das, was wir hier tun. Danke euch allen.